Buongiorno Freunde und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Freut mich, dass du am Start bist. Wir sind angekommen, Leute, bei einem neuen Video. Und zwar geht es um die Team of the Week 17 Prediction. Ihr habt es im Titel gesehen, auch im Thumbnail. Scam Team of the Week. Was es damit auf sich hat, ich werde euch alles gleich erzählen. Ich wollte euch nur einmal kurz die Augen küssen für den ganzen Support. Ohne Spaß, Leute. Gruß geht raus, Mann. Zurzeit machen wir wieder richtig viele Abonnenten. Plus die Aufrufe sind geistig. Lasst gerne auf diesem Video auch einen Daumen nach oben da. Vor allem, wenn ihr auch meine Meinung sagt. Und meinetwegen, falls nicht, Leute, dann lasst sogar wirklich einen Daumen runter, wenn ihr das anders seht. Aber wir reden gleich drüber. Davor kann ich euch eins sagen. Kanal kostenlos abonnieren. Wichtig und richtig. Und schaut bei Displays vorbei. Link ist in der Videobeschreibung. Wenn ihr die geilsten Metallposter haben wollt, die hier wie ich im Zimmer aufhängen wollt, ich habe Größe M, dann schlagt zu. Über meinen Link bekommt ihr immer den höchsten Rabatt, Freunde. Aktuell sind es bis zu 29%. Das heißt, fast ein Drittel spart ihr. Und da gibt es von Anime bis Fußball alles. Ihr kennt den Hasen. Ist ohne Nadel, sondern mit Magnet. Und das ist super. Und Ladies and Gentlemen, ich würde sagen, wir legen los mit den Torhütern. Erstmal haben wir Aitor im Tor gegen Mallorca 2-0 gewonnen, 8 Paraden rausgefischt, ist eine super Sache. Und als nächstes sind Benitez, die zwei müssen eigentlich kommen, weil der hat 9 Paraden rausgeholt. Sie gewinnen 3-0 gegen Brest. Und dann legen wir schon los, Freunde, mit der Innenverteidigung. Und das Thema Scam, das werden wir jetzt gleich behandeln, wenn der richtige Spieler dazu kommt. Der FC Bayern München verliert mit 2-1 gegen Gladbach. Leider sehr viele Infizierte und leider auch sehr viele Verletzte. Dementsprechend hat Gladbach dann am Ende 2-1 gewonnen. Und Ginter, den ihr im Hintergrund seht, der wurde Man of the Match, hatte das beste Rating und der wird ziemlich sicher ein Team of the Week bekommen. Und by the way, jetzt ist Dortmund nur noch 6 Punkte hinter Bayern. Man würde ja denken, wird wieder spannend. Und dann schauen wir in 2-3 Wochen, dann sieht es wieder düster aus. Was gut für Bayern ist, aber natürlich für die Bundesliga nicht so geil. Dann haben wir einen Italiano, einen Mafioso. Und das ist der gute alte Bastoni. Und der Mann hat ein Tor geschossen, ein Tor vorbereitet im Topspiel gegen Lazio. Und Bastoni, Grüße, hast du aus meinem Schein gerettet. Wichtig und richtig. Und das ist bereits sein dritter Team of the Week, der potenzielle. Dann hätten wir noch Grimaldo gegen Pacos. Punkt, 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 Punkt. Eine Mannschaft in Portugal hat er beim 2-0 Erfolg ein Tor geschossen. Und Grimaldo, der Spanier, generell ein sehr underrateder Linksverteidiger. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er irgendwann mal einen Verein wechselt. Könnte gefühlt überall anders auch spielen. Bis auch natürlich bei den Top-Tier-Vereinen, aber ist ein guter Mann und den sehen wir wahrscheinlich auch im Team of the Week jetzt. Und jetzt haben wir ein Pacey-Monster auf der Linksverteidigerposition. Erstmal Props an Atalanta, gewinnen 6-2 gegen Udinese Calcio. Das ist schon mal eine starke Leistung. Und Mele oder Maele, ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Auf jeden Fall hat dieser Spieler einmal getroffen, ein Tor vorbereitet. Da gab es aber auch noch einen Muriel, den würde ich sonst ins Team of the Week nehmen. Wisst ihr, was das Problem ist bei Muriel? Der wurde ja schon geleakt, weil immer das ganze Leben geleakt wird bei FIFA 22, dass der Mann eine SBC bekommt. Und dementsprechend wird er nicht kommen als Team of the Week, schätze ich mal. Und wisst ihr, was auch noch wahrscheinlich geleakt wird? Genau, wenn ich wahrscheinlich das Video hochlade, weiß man schon längst das Team of the Week wieder. Absolut tot, also Triple. Und jetzt haben wir Hernandez, der gute alte Theo, gegen Venezia 3-0 gewonnen. Und Theo hat einen Elfmeter geschossen. Ein normales Tor geschossen, sprich, das macht summa summarum 2 Buden. Um summa summarum, sind wir mal ehrlich, Theo als roter Player-Pick wäre wirklich nicht schlecht. Wenn der zumindest schon mal im Team of the Week ist, nicht so verkehrt. Und jetzt kommen wir zu diesem Thema. Wir haben Klaus. Also Leute, Klaus ist aktuell eine Headliner-SBC. Dementsprechend, den kannst du jetzt abschließen und am Mittwoch bekommt er eventuell sein Upgrade. Jetzt ist die Frage, wird EA quasi gönnen? Schon mal, die haben eine SBC rausgehauen, die kostet so und so viele Coins. Ich glaube, der hat 70.000 gekostet, wenn ich mich nicht irre. Und schenken sie jetzt quasi für 70.000 einen Spieler, der jetzt sofort ein Upgrade bekommt? Das ist die eine Frage. Ich sag's euch ehrlich, er hätte es verdient mit einem Assist gegen Renz. Innenverteidiger war der Man of the Match mit 7,5er Rating, er hat ein 7,4er Rating. Versteht ihr? Das macht sich nicht viel. Und ich sag's euch ehrlich, wenn ich EA wäre, ich würde gönnen, aber wie oft haben sie schon nicht gegönnt bei solchen Sachen? Das könnte man auf nicht einer Hand abziehen, nicht zwei, sondern halt ganz, ganz oft leider. Mal gucken. Ich bin gespannt, was sie da machen. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, wenn es dann soweit ist, aber mal gucken. Ob wir da vielleicht sogar in den nächsten Stunden sogar was erfahren. Und jetzt geht es um Vinicius Junior. Für Real Madrid alles abgeschossen, alles rasiert. Dieser Mann ist on fire, das kannst du nicht ausmalen. Ich persönlich habe Vinicius Junior im Verein 1,6 irgendwas Millionen gezahlt. Der war kurz sogar auf 2 Millionen oben, weil alle dachten, bum, 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 der bekommt jetzt ein Team of the Week. Dann ist alles runtergefahren, weil aktuell sind noch bis Freitag die Headliners im Team. Sprich, normalerweise ist es ja bei EA so, die Spezialkarte ist in einem Spezialteam, wie beispielsweise Headliner.
Dementsprechend kann theoretisch eigentlich kein Team of Three kommen, denkt man jetzt erstmal. Das wäre zumindest so das Logische, was auch sonst bei EA Sports immer war. Letztes Jahr gab es aber ein Beispiel mit Illicic, dass es eben schon passiert ist. Und jetzt stellt sich für mich die Frage, wird EA es tun oder nicht? Sie haben in der Vergangenheit gezeigt, es kann passieren. Aber Leute, jetzt kommt das dicke Aber. Will EA Sports das für Weekend spielen? Anscheinend nicht. Die können von Team of the Week zu Team of the Week immer richtig geile Bretter rausfischen. Beispielsweise letzte Woche Cristiano Ronaldo. Warum hat man denen kein Team of the Week gegeben? Er wird wahrscheinlich eh nicht im Team of the Year sein. Versteht ihr, was ich meine? Die sollen der Community gönnen, Team of the Week zu spielen, ein bisschen zu schwitzen, ein bisschen Spaß zu haben. Und bitte EA, macht auch mal die Player Picks besser. Ich ziehe wirklich von Woche zu Woche nur schlechte Spieler. Und jedes Mal ist das Team of the Week eine Enttäuschung, weil A, kommt es nicht hinterher, was die ganzen Events angeht, von den Stats und alles drum und dran. Und zweitens, war das doch immer in den alten FIFA-Teilen das Geilste. Du ziehst einen roten Player-Pick, das ist ein guter Spieler, kannst du Team einbauen. Aber heutzutage, keine Ahnung, gefühlt, egal welchen du ziehst, außer vielleicht mal einen Kanté, kannst du nicht einbauen. Und da gibt es viel zu wenig Auswahl, die irgendwie da überragend ist. Und ich glaube, dass es diese Woche so ein Scam-Team auf Twitch wird, dass wir denken, Vinicius kommt. Ich kann mich auch irren, wäre super geil, Mann, ohne Spaß. Ich wäre so richtig froh drüber. Aber ich habe das Gefühl, dass sie am Ende sagen, nö, Vinicius kriegt keine Inform, der hat jetzt Headliner bekommen. Nö. Alter, bin ich gespannt, was Mittwoch dann passieren wird. No joke jetzt. Ihr könnt ja mal bitte eure Meinung in die Kommentare schreiben. Seht ihr das so wie ich oder seht ihr das anders? Bin gespannt. Wir hatten noch Dahoud von Dortmund. Richtig gut gekämpft, die Dortmunder. Dahoud, aber was hast du denn für Schuhe angehabt? Der hat da solche pinken Schuhe angehabt. Da dachte ich mir, das war ich vor so, keine Ahnung, wo ich so 14, 15 Jahre alt war. Aber Dahoud, super Fußballer. Anscheinend Newcastle interessiert an ihm. Und 3-2 gewinnen sie gegen Eintracht Frankfurt. Dann haben wir Milinkovic-Savic. 2 Buden, eine Vorlage unter der Woche. Ich glaube, das war am Donnerstag oder so. Ja, müsste Donnerstag gewesen sein. Und sie haben am Ende des Tages 3-3 allerdings gegen Empoli gespielt und danach haben sie gegen Inter Mailand verloren. Bei Savic bin ich mir nicht 100% sicher, aber sollte eigentlich auch kommen. Henrique, den kennt keiner von euch. 2 Tore vorbereitet. Ein guter Mann. Der war übrigens, glaube ich, als Silberkarte in meinem United-Team. Wichtig. Pröbel, 2-mal getroffen gegen Leverkusen. Sie spielen 2-2. Da haben wir jetzt auch keinen Sieg, aber trotzdem nicht schlecht. Nkunku, der nächste Scam-Team of the Week-Spieler. Der nicht ins Team of the kommt, schätze ich mal. Aber man muss auch sagen, Nkunku hat genug Spezialkarten. Es ist so heftig, was der dieses Jahr macht. Er wurde eingewechselt, schießt 2 Tore, 1 Vorlage. Der ist schon brutal, wirklich. Und die gewinnen 4-1 gegen Mainz. Ich schätze, bei Leipzig würde es ein anderer sein. Aber Nkunku als roter Playerpick, da würden wir halt auch nicht alle Nein sagen, glaube ich jetzt mal. Und dann hat Sassuolo noch 5-1 gegen Empoli gewonnen. Und dort hat Berardi 1-mal getroffen, 2 Tore vorbereitet. Ein guter Italiener, sein Nationalspieler-Teammate namens Chiesa hat sich das Kreuzband gerissen. Da müssen wir an dieser Stelle sagen, gute Besserung, Meister. Ich hoffe, der kommt so schnell, wie es geht, wieder zurück. Er wird eventuell sogar leider die WM verpassen dann, weil er halt nicht so schnell, glaube ich, wieder fit wird. Aber mal gucken, ich drücke die Daumen. Und so schnell ging es heute. Wir sind schon im Sturm angekommen. Bebou von der TSG mit einem 3-1 gegen Augsburg mit 2 Toren. Und Bebou hatte schon Team of the Week und der könnte nochmal knallen und sieht dann interessant aus. Hätten sie auch gleich Feature Team of the Week machen können. Szoboszlai, ich glaube, da hatte sogar schon mal ein Feature Team of the Week. Das ist der Mann von Leipzig beim 4-1-Sieg. Guardiol übrigens wieder auch super gespielt. Hatte 7,4er oder 5er Matchrating, auch krass. Aber Szoboszlai, der Ungar, den habe ich übrigens mal in München getroffen, den Lümmel. Und der wird, sage ich mal, 90% Team of the Week sein, würde ich sagen. Und auch eigentlich eine coole Karte, sieht nicht schlecht aus. Headliner-Kandidat Nummer 4 ist Diaz. Diesen Mann werdet ihr bald nicht mehr bei Porto sehen, der wird gejagt von ganz Europa und ich glaube, er geht zu Liverpool. Das wäre jetzt mein Call, würde auch irgendwie ganz gut hinpassen. Der Typ ist on fire, 3-2 gewinnt er in der portugiesischen Liga gegen Estoril. Ob das jetzt richtig ist, das wage ich zu bezweifeln, aber Leute, den werden wir auch nicht sehen. Ich glaube, die gönnen einfach keine Headliner-Upgrades. Ich mache einen Call, von allen Headliner-Upgrades bekommt, Klaus ist kostenlos, Vinicius gönnen sie nicht, Nkunku auch nicht. Eventuell Diaz kommt vielleicht. Vielleicht machen sie bei ihm Auge zu. Und Gabrari, 2 Tore am Start, auch hier im Team of the Week. Wir haben Oyarzabal mit 1 Treffer. Die haben auch 1-0 gewonnen, deswegen war das ein wichtiges Tor gegen Celta Vigo. Und zu guter Letzt haben wir Pantovic. Und der Mann hat damals bei meinem Jugendverein, also das war auch sein Jugendverein, bei FC Rot-Weiß-Oberföhring, hat er Fußball gespielt. Der war aber ein Jahr älter, deswegen war ich nicht in seinem Team oder so. Wobei, ich war eh immer in der zweiten Mannschaft. Aber Pantovic ist eine absolute Maschine und die Münchner, die sollten ihn eigentlich kennen. Und wisst ihr, was ich interessant finde? Normalerweise ist er Stürmer, deswegen habe ich ihn auch hier bei den Stürmerkandidaten. Aber der war halt im ZM unterwegs. Finde ich auch irgendwie cool. Und Leute, es gibt heute keine Auswechselbank. Generell in der Breite würde ich sagen, wahrscheinlich auch nicht so ein krasses Team of the Week. Ich calle euch eine Sache. Hernandez wird kommen. Ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei. Als roter Player-Pick könnte noch interessant sein. Szoboszlai, Hernandez werden wahrscheinlich somit die Besten sein. Und dann ist die Frage, gönnen sie oder werden wir mal wieder gescampt? Bin gespannt. Leute, mittlerweile schwierig. Schwierige Hase. Lasst eure Meinung da. Eine Bewertung würde ich mich freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut's rein, euer Tabak. Ciao, ciao.